So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Folge 21, glaube ich inzwischen. Mass Effect 2 natürlich. Wir sind immer noch hier in der Quarantänezone. Sie suchen immer noch mal den Solus. In der letzten Folge haben wir ein paar Flüchtlinge gefunden und haben eine wilde Schießerei erlebt. Und jetzt geht's weiter. Hier gibt es ein modifiziertes Sturmgewehr. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Sturmgewehrschaden, das ist nett. Er hier braucht es ja nicht mehr. Welcome, Kokomo Plaza. Ach du Scheiße. Feinde vor uns! Ich geh mal hoch. Oh ja, ich kann nicht gesehen. Komm, ich hau dich. Jetzt siehst du mich. Feind am Boden. Ja, von hier oben hat man echt eine gute Position. Ja, jetzt habe ich leider keine Munition mehr, das ist natürlich ein bisschen ätzend. Wow! Ein Geschenk für dich! Oh Scheiße, der kommt hoch! Sie sind gut, Mann. Schildet euch! Bereit zum Sterben. Jetzt machen wir euch zu! Verdammten Kroganer sind halt einfach ganz schön zäh. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Alles erschossen. Okay, ich geh mal runter. Wir sind wohl ins Watcher-Gebiet eingedrungen.
Die Blue Suns wurden viel weiter zurückgedrängt, als ich gedacht hatte. Gut möglich, dass die Watcher den Krieg schon bald für sich entscheiden. Ja, könnte womöglich so sein. Was das auch für ein scheiß Aufwand sein muss. Ich meine, Kazumi ist ja nachträglich ins Spiel reingepatcht worden per DLC, den ich ja gespielt habe, wie gesagt, aber hier sind sie noch. Okay. Und der Aufwand, nochmal die Dialoge für bestimmte Situationen einzusprechen, damit sie dann halt auch einfach darauf reagiert, wie jetzt eben ja auch schon ein paar Mal geschehen ist. Das Scheißaufwand. Wirklich ein Scheißaufwand. Dafür, dass der DLC vielleicht 2-3 Stunden ging. Ich glaube nicht mal. Wirklich Scheißaufwand. Was ist hier hinten noch? Mehr Munition. Ich glaube, das Scharfschützengewehr, damit habe ich eigentlich ganz gut aufgeräumt. Ich würde gerne so ein Automatik-Scharfschützengewehr haben, was hintereinander wegschießen kann. Ich mag diese Einzelschussfrequenzen überhaupt nicht. Hier geht's noch weiter. Wieder so ein Lagerraum. Element Zero brauchen wir für unser Ressourcenarsenal. Hey, 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 zurück! Wir waren zuerst da! Menschlicher Plünderer. Ja, aber ich habe eine größere Knarre. Und ich habe noch andere Dinger, die wahrscheinlich größer sind als bei dir. Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. So nennt man das heutzutage, okay? Vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Okay. Die Toten bestehlen. Das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? So kann man sich die Sache natürlich auch schön reden. Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen Sie uns erschießen? Ja. Diese Seuche wird nicht ewig dauern. Wenn die Blue Suns zurückkommen, wird es sie nicht freuen, dass sie ihr Revier plündern. Naja, vielleicht finden sie es ja nicht raus. Schließlich gibt es keine Zeugen, die es ihnen stecken könnten. Sind der Kram von einem toten Turianer und ein paar Credits das Risiko denn wirklich wert? Wir wollten nur ein bisschen schnelle Kohle machen, aber so wie Sie es darstellen, war es wohl doch keine gute Idee. Wir haben sowieso kaum was Wertvolles gefunden. Vermutlich haben Sie recht. Es ist die Mühe nicht wert. Kennen Sie einen Salarianer namens Morden Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Die Blue Suns kontrollieren diesen Bezirk, richtig? Das haben sie, bevor die Seuche die Hälfte von ihnen ausradiert hat. Jetzt dauert es wohl nicht mehr lange, bis die Watcher ihnen den Rest geben. Mir tut's irgendwie leid, dass sie untergehen. Die Blue Suns haben den Bezirk mit harter Hand geführt, aber meistens war wenigstens Ruhe. Was wissen Sie über die Watcher? Die Blue Suns haben sie immer in Schach gehalten. Aber seit so viele Suns krank wurden, arbeiten die Watcher daran, den Bezirk zu übernehmen. Keine Ahnung, wer am Ende die Oberhand behält. Wir jedenfalls halten uns aus der Nummer raus. Ja, besser ist ja wohl, Idiot. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Weiß nicht, hat vor einer Woche oder so angefangen. Die Aliens sind an allen Ecken umgekippt. Dann wurde der Bezirk unter Quarantäne gestellt. Es war klar, dass wir für uns selbst sorgen müssen. Also haben wir ein paar Apartments durchstöbert und mitgenommen, was wir tragen konnten. Es schien uns eine gute Idee zu sein. Wir haben wohl nicht gründlich genug darüber nachgedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich die Dialoge wieder so inzwischen nach 20 Folgen mitbekomme, wie gut die Dialoge einfach geschrieben sind, wie gut die Synchronsprecher einfach passen.
hat man eher selten in so einem großen AAA-Rollenspiel. Was heißt, eigentlich hat man es nicht selten in einem AAA-Rollenspiel. Aber jetzt generell so, muss man sagen, super gut. Nach wie vor, immer noch. Ich habe also Technomancer noch nicht durchgespielt. Ich habe es ja erst, wie lange habe ich es gespielt? Eine Stunde oder so? Wollte eigentlich Twitch-exklusiv machen, habe mich dann doch dagegen entschieden. Mit so wenig Viewer kann man das eh vergessen. Mal gucken, wird sicherlich demnächst auch mal kommen. Es kommen so viele Spiele, die ich gerne spielen möchte und Priorität haben erstmal die kleineren Spiele. Ja, mal gucken. Aber jetzt erstmal weiter mit Mass Effect. Erzählen Sie mir alles, was Sie über Morden Solus wissen. Der Typ ist verrückt. Er verbindet dir umsonst eine Schusswunde, aber wenn du ein paar Schmerztabletten abgreifen willst, tritt er dir in den Arsch und wirft dich raus. Mal ehrlich, Mann. Das war doch zu erwarten. Er ist mehr als ein Arzt. Kein Arzt erledigt so souverän eine ganze Einheit der Blue Suns. Ich weiß nur eins. Wenn Sie in seine Klinik gehen, sollten Sie besser keinen Ärger machen. Okay. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, Sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Also man muss, was wir bisher so erfahren haben von Morden ist, dass er eine knallharte Socke ist, dass er offenbar militärisch ausgebildet ist. Und ja, warum er hier ist, das wissen wir noch nicht. Allerdings scheint er sich mit beiden Gruppierungen allmählich auszukennen, mit den Vulturen wie mit den Blue Suns. Also könnte genau das Richtige sein für unser Selbstmordkommando. Und er ist ein Wissenschaftler. Ein Arzt. Wie auch immer. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Ich gucke mal eben auf die schlaue Uhr, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ich glaube, ein bisschen können wir noch machen. Ist das schon die Klinik? Klinik, doch. Okay. Klinikwache. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Keine Feinde mehr! Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Okay. Tut mir leid. Für Plaudereien habe ich keine Zeit. Sie sollten lieber Morden finden. Warum soll ich denn Morden finden? Was ist denn hier los? Okay, hat offensichtlich ganz schön viele Leute aufgenommen. Turianische Patienten. Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die Apartments der Toten geplündert haben. Mir ist richtig schlecht geworden. District Decontamination. Morden hat mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Professor, uns geht das Hypoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso gut. Kann bei Batarianern zu Krämpfen führen. Daher zusammen mit Butamerol verabreichen. Malanarin und Butamerol. Verstanden. Xenozin ist der Katalysator. Verbindet sich mit Markierungsgenen. Schwer zu kriegen. Teuer in der Massenherstellung. Warum nicht Teplacor? Zu instabil. Ergebnisse nicht verlässlich. Demozan ist die bessere Lösung. Nein, Demozan ist für Menschen giftig. Also, keine Option. Keine Option. Ich geh mal vorher nochmal hier reingucken. Erstmal beklauen wir ihn. Das wird ihn schon nicht auffallen. Forschungsstation herunter. Das ist wertvoll. Medical-Kapazität. Okay.
Professor Morden Solus? Kein Einheimischer, zu gut bewaffnet für Flüchtlinge, keine Söldneruniform, Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier, Vorcher, Beseitigung, unwahrscheinlich. Vorcher nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche, Untersuchung möglicher Biowaffe, nein, zu viele Waffen, zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten, keine Wissenschaftler, gedungene Mörder vielleicht, auf der Suche nach jemandem, ja. Nur die Ruhe, Morden. Ich bin Commander Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Na, ob ich da gleich mit der Tür ins Haus falle? Eine geheime und privat finanzierte Gruppierung der Menschen. Ihr wegen Seuche? Befällt Menschen nicht. Interesse hat mit Menschen zu tun. Nur wenige Menschengruppen kennen mich. Ausrüstung stammt vermutlich vom Militär, kein Allianzstandard. Spectres sind nicht menschlich. Korkenland ist zu instabil. Es gibt nur eine Option. Cerberus schickt sie. Unerwartet. Sie sind sehr gut informiert. Woher kennt ein salarianischer Wissenschaftler Cerberus? Wege haben sie schon gekreuzt. Dachte, sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Meine Mission ist das Ausschalten der Kollektoren und ich brauche Ihre Hilfe. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel, muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Vorcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Vorcher. Das klang beunruhigend. Die Vorcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Vorcher als praktisch erweisen. Eines noch, Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Vorcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen, aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Was können Sie mir über die Seuche sagen? Fortschrittliche Entwicklung. Hatte Kollektoren schon vorher im Verdacht. Zweck vermutlich experimentell. Zerstört Atmungsorgane und führt zu schädlichen genetischen Mutationen. Es ergibt Sinn, die Menschen auszuklammern. Unnötig menschlichen Genen Mutationen aufzuzwingen, nur um Varianzen zu überprüfen. Unnötige Mutation? Wovon reden Sie da? Mögliches Ziel des Virus. Teste machbare Mutationen bei verschiedenen Spezies. Schrecklich, aber plausibel für die Kollektoren. Menschen haben genetische Vielfalt, größer als bei anderen intelligenten Spezies. Sinnvoll, sie als Kontrollgruppe einzusetzen. Aha, er glaubt also, dass es einfach nur ein Test ist, wie gut der Virus funktioniert? Was wissen Sie über die Vorcher? Feige, opportunistische Raubtiere. Ohne taktisches Denken. Eigentlich nicht aggressiv. Ausmaß des Angriffs ungewöhnlich für sie. Vermute, dass Vorcher für Kollektoren arbeiten. Ausbreitung der Seuche, Sammeln von Daten. Bisher kein Beweis, aber Theorie passt zu Indizien. Haben Sie eine Idee, wo ich Daniel finde? Nein. Infizierte Batarianer sollen hinter den Vorcher-Linien eingeschlossen sein. Daniel wollte ihnen helfen. Habe ihn davor gewarnt. Zu gefährlich. Die Patienten hier brauchen ihn. Hat sich trotzdem weggeschlichen. Wollte ihn selbst suchen, kann aber die Klinik nicht verlassen. Muss mich um die Patienten kümmern. Hatten Sie Ärger in der Klinik? Nichts Schlimmes. Blue Suns wollten Menschen holen. Haben gedroht. Habe sie beseitigt, bevor die Lage eskalierte. Für einen Arzt bleiben Sie erstaunlich ruhig, wenn Sie erzählen, dass Sie eine Gruppe Söldner ausgeschaltet haben. War nicht immer Arzt. Habe bei Special Task Group der Salarianer gearbeitet. Kann auf mich selbst aufpassen. Das ist der Vorteil, wenn man Salarianer ist. Turianer, Kroganer, Vorcher sind alle offensichtliche Bedrohungen. Mich sieht niemand kommen. Ja, da hat er wohl recht. Wer nimmt schon so einen Salarianer ernst? Wohl niemand. Na gut, jetzt haben wir alle Informationen. Dann auf zur Umweltanlage.
Handkanone M6 Carnifex erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Annehmen. Die Seuche heilen. Das heißt, er hat schon ein Heilmittel. Nur Energiezellen habe ich vergessen. Nur muss erst noch verteilen. Und jetzt haben die Watcher dieses Unbildsystem abgeschaltet. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke mir noch schnell die Waffe an, die Carnifex, was die genau macht. Shepard. Das ist eine schwere Pistole. Der Predator verlässt von präzise Schusswaffe effektiv gegen Panzerung, aber schwach gegen Schild und biotische Barrieren. Überaus präzise und tödliche Schusswaffe effektiv gegen Panzerung, aber schwach gegen Schild und biotische Barrieren. Ich nehme mal die Carnifex. Miranda kann auch die Carnifex nehmen, hat sie schon sogar schon ausgewählt. Und dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder von Let's Play Mass Effect 2.